Vor gut 30 Jahren hat die Europäische Union, die damals noch Europäische Gemeinschaft hieß, eine Gurkenverordnung erlassen. Die meisten haben davon vermutlich gehört. Denn berühmt wurde die Verordnung durch die sogenannten Gurkenkrümmungsverordnung. Ist kaum zu glauben, aber man hat in dieser mehrseitigen Verordnung festgelegt, wie krumm eine erstklassige Gurke sein darf. Eine Gurke der Güteklasse 1 sollte demnach auf 10 cm maximal eine Krümmung von 10 mm haben. Diese Verordnung ist seit über 10 Jahren außer Kraft gesetzt worden, aber bis heute ist dies ein Synonym für überbordene Bürokratie der Europäischen Union. Wen in aller Welt interessiert es, wie krumm eine Gurke sein muss? Das ist bestenfalls im Interesse des Betrachters, aber nicht des Genießers. Ich will, dass eine Gurke schmeckt und nicht gut aussieht. Stimmt aber auch nicht ganz, weil wir im Deutschen sagen, das Auge isst mit. Doch während es für eine Gurke relativ egal sein mag, wie krumm oder gerade sie ist, kann es für uns im Leben entscheidend sein, welche Wege wir gehen. Wir alle kennen nämlich den Ausdruck krumme Wege gehen oder ein krummes Ding drehen. Und damit meinen wir, dass jemand etwas Unaufrichtiges tut oder etwas falsch macht. Im Buch der Sprüche, Kapitel 14, Vers 2 und Vers 8 lesen wir: Wer aufrichtig lebt, nimmt den Herrn ernst. Wer krumme Wege geht, missachtet ihn. Der Kluge weiß, was er tut und findet den richtigen Weg. Ein Dummkopf läuft mit seinem Betrug in die Irre. Salomo warnt seinen Sohn und sagt ihm: Kluge Köpfe gehen keine krumme Wege. Das ist der 43. Tipp fürs Leben aus dem Buch der Sprüche. Klug ist hier nicht nur intelligent, sondern auch gottesfürchtig. Menschen, die keine Gottesfurcht haben, leben gefährlich. Sie glauben an keine höhere Instanz, vor der sie sich zu verantworten haben. Das sagt zumindest Salomo hier. Wer aufrichtig lebt, nimmt den Herrn ernst. Oder wer den Herrn ernst nimmt, der lebt aufrichtig. Schaut, in unserem Grundgesetz heißt es: in der Verantwortung vor Gott und Mensch. Wir sind als Menschen nicht nur voreinander verantwortlich, sondern auch vor Gott. Mich hat es ermutigt, in dem Buch von Angela Merkel, daran glaube ich, zu lesen, dass sie sich bewusst ist, dass sie eines Tages sich vor Gott für ihr Tun verantworten muss. Ob sie deswegen vor einigen Wochen sich vor aller Öffentlichkeit für einen Fehler entschuldigt hat, das weiß ich nicht. Aber sie hat ihre Fehlentscheidung oder Fehleinschätzung eingesehen und öffentlich die Bevölkerung um Verzeihung gebeten. Ich zolle ihr dafür den vollen Respekt. Es steht auch uns Christen gut an, wenn wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir unser Tun vor Gott verantworten müssen. Das schützt uns vor Leichtfertigkeit und vor vorschnellen Entscheidungen. Salomo sagt: kluge Köpfe gehen keine krummen Wege. Wer bewusst schiefe Wege geht, der missachtet Gott und seine Gebote. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es vor Radarfallen so viele Bremsspuren gibt? Da haben zig Leute vor der Radarfalle versucht zu bremsen, um der Strafe zu entgehen. Sie wussten, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Aber sie dachten, es wird schon nicht so schlimm sein, wenn sie zu schnell fahren, bis sie den Blitzer gesehen haben. Dann war ihnen momentan bewusst, dass sie etwas falsch machen. Als Gott Adam im Garten Eden suchte, da wusste Adam augenblicklich, dass er etwas falsch macht oder gemacht hat. Er sagte: Ich hörte deine Stimme und ich fürchtete mich. Warum? War Gott so grausam? Nein, er hatte Gottes Gebot überschritten in einem Moment, wo er dachte, dass Gott ihn nicht sieht. Und jetzt wurde es ihm bewusst. Deshalb sagt Gott zu Abraham, so lesen wir im ersten Buch Mose: Lebe vor meinem Angesicht und sei fromm. Vor Gottes Angesicht leben heißt, sich immer wieder bewusst sein: Gott sieht mich, er ist dabei, er schaut mir über die Schulter, wenn ich im Internet rumsurfe, er liest meine Gedanken, er ist dabei, wenn ich wieder mal kurz davor bin, meinen Chef oder meinen Nachbarn zu belügen. Kluge Köpfe gehen keine krummen Wege, weil sie wissen, dass Gott alles sieht und weiß. Ein Nachbar hatte einen Apfelbaum im Garten und ständig kamen die Jungs und haben ihm die Äpfel geklaut. Eines Tages schrieb er ein riesiges Schild und stellte es unter den Baum. Darauf stand: Jungs, Gott sieht alles. Er war gespannt, was am nächsten Tag geschehen würde. Als er in den Garten kam, sah er, dass alle Äpfel geklaut waren. Unter dem Schild „Gott sieht alles“ hatten die Jungs drunter gekritzelt: „Aber er wird uns nicht verpetzen." Viele Christen leben genauso. Sie wissen, dass es Gott gibt, aber sie glauben, der wird schon ein Auge zudrücken oder zumindest schweigen. Wie dumm und kurzsichtig ist ein solches Verhalten. Gott gibt uns seine Gebote, damit wir und andere sicher und gut leben. Deshalb sind wir gut beraten, Gott beim Wort zu nehmen und Gottes Wort ernst zu nehmen. Salomo sagt uns:
Kluge Köpfe gehen keine krummen Wege, sondern sie achten auf das, was Gott ihnen sagt. Wo stehst du in der Gefahr, ein krummes Ding zu drehen? Tu es nicht. Selbst wenn du bereits Schritte gegangen bist, geh zurück. Entschuldige dich. Nimm die Worte wieder zurück. Hör damit endlich auf. Denn kluge Köpfe gehen keine krummen Wege.